Bei RWE ist der Co-Trainer der Star. Ex-Nationalspieler Patrick Helmes, 33, ist bis Saisonende an der Seite von Cheftrainer Stefan Emmerling, 51, soll Rot-Weiß vorm Abstieg retten. Sein erstes Interview gibt er in Bild. Bild: Haben Sie eigentlich noch einen Spielerpass? Patrick Helmes: Den müsste ich erst anmelden. Ich spiele, wenn ich Zeit finde, bei einem Kumpel in der Kölner Gegend. Aber leider geht es nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, so ist das im Fußball. Die eine Generation geht, die andere kommt. Wir haben hier genug Jungs, die es können. Wir versuchen, es jetzt so hinzubekommen, dass sie es auch zeigen. So wird das nichts mit dem Klassenerhalt. In Würzburg spielt RWE teilweise wie ein Absteiger und verliert verdient 1:4. Der FCM beendet die Hinrunde mit einem 2:0 gegen die Sportfreunde Lotte und springt nach dem vierten Sieg in Folge vorerst auf Platz 1. Bild: Dass Sie hier sind, hat eine traurige Vorgeschichte. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Herzinfarkt Ihres Co-Trainers Uwe Fecht erlebt haben und warum Sie danach nicht mehr in Köln weiterarbeiten konnten. Helmes: Wir sind alle Menschen, auch wenn wir Fußballer oft so dargestellt werden, als hätten wir kein Herz. Ich wünsche es keinem, dass er so etwas sieht und erlebt. Du siehst deinen Co-Trainer mehr als deine Familie. Wenn so etwas passiert, dass er in deinen Armen liegt, mit der Folge des Sterbens, dann ist das schon hart. Es war eine Situation, in der du nichts mehr tun konntest. Ich habe die brutale Erfahrung gemacht, so etwas erleben zu müssen. Ich habe für mich entschieden, so nicht weiterzumachen, weil ich die Sache verarbeiten muss. Jetzt sind 2 Monate vergangen, ich habe nach und nach meinen Schlaf wiedergefunden. Jetzt geht es weiter, aber ich wollte nicht mit einem neuen Co-Trainer weitermachen, weil es ihm gegenüber respektlos gewesen wäre. Bild: Sie sind jetzt bis Sommer bei RWE. Dann könnten Sie ja danach die Profis in Köln übernehmen. Helmes: Ich bin weit weg davon, im Fußball weiter zu planen als 4 Wochen. Ich habe hier eine Aufgabe. Dann muss man sehen, wie es weitergeht. Bild: Wie war Ihr Verhältnis zu Peter Stöger, und was sagen Sie zu seiner Beurlaubung? Helmes: Er war ja auch schon mein Trainer, dementsprechend hatten wir einen super Umgang, haben fast täglich gesprochen. Wir stehen auch so noch in Kontakt. Er war ein sehr interessanter Trainer. Es ist Wahnsinn, wie er eine Mannschaft führt, wie er mit Spielern umgeht. Das macht kaum einer wie er. Es tut mir leid, dass die Profis so stehen. Ich hoffe, sie kommen da raus. Aber ich habe hier ähnliche Probleme, muss versuchen, meinen Fokus auf das zu legen, was ich selbst beeinflussen kann. Bild: Sie waren ein Top-Stürmer. Genau da klemmt es bei RWE. Wie können Sie helfen? Helmes: Wir machen im Training viele Abschlüsse, damit das nötige Selbstverständnis kommt. Aber es müssen alle mitmachen, du darfst die 3 Stürmer nicht allein lassen. Das hat auch viel mit Mut zu tun. Es ist egal, wie der Ball reingeht. Da fragt später keiner mehr.